hier geblieben, nicht so weit weg. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Abend? Ja, jetzt ist schon Abend. Was gibt's heute? Ein Unboxing-Video von diesem schönen Paket hier. Leicht ramponiert. Aber nur Mittel zum Zweck. Als ob ich irgendwas für Geld hier auspacken würde. Oh super, der Inhalt ist auch ramponiert. So, gucken wir mal, ob es trotzdem funktioniert. Was ist da drin? Na, komm schon raus. Ein neuer Garagentordrücker. Der hier hat jetzt schlussendlich den Geist aufgegeben. Funktioniert nicht mehr. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den mitgewaschen habe, aber... Ja, und dann probiere ich den jetzt mal ans Laufen zu kriegen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Probieren wir es mal mit der Anleitung. Gut, also laut der Anleitung, Schritt 1. Verbinden Sie beide Sender über den beiliegenden Lernstecker, diesen hier. Eins und zwei. Das geht ja schon gut los. So, das wird mal so. Aha. Okay. Gut. Das. Dann betätigen Sie den vorhandenen Sender und halten die Taste gedrückt. Die LED im Sender leuchtet. Halte gedrückt, die gewünschte Taste des neuen Senders, also die hier Dauer gedrückt halten, die dazu drücken und das war's. Gut, gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Das ging ja einfach. Das hätte ich mir schwerer vorgestellt. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich versucht hätte, den vorher noch zu reparieren. Ne? Ja. Hat aber nicht geklappt. Ja, super. Benutzt das Zeug nicht auf so Schneideunterlagen, wenn ihr besonders viel Wert auf diese Muster hier legt. Die sind nämlich danach weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ging mal deutlich besser mit der Löterei.